Bayern und Sachsen-Anhalt schaffen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Sachsen-Anhalt schon morgen und Bayern dann am Sonntag. Aber weitere Bundesländer, die ziehen bislang noch nicht mit. Also weiter Maske auch im ICE, Maske ab im Regionalzug, aber eben nur teilweise, wenn man durch bestimmte Bundesländer fährt. Dann muss man sie eben wieder aufsetzen und damit geht das Chaos weiter. Aber in diesen beiden Bundesländern ergibt sich jetzt die kuriose Situation, dass wenn man beispielsweise mit der S-Bahn eine gewisse Strecke fährt, keine Maske tragen muss. Wenn dazu nebenbei parallel ein IC oder ICE fährt, dann muss man da Maske tragen. Und das ist natürlich eine Situation, in der man sich fragen muss, geht das alles noch mit rechten Dingen zu? Ehrlich, als mündiger Bürger ist das nicht erklärbar. Und ich glaube, es ist dringend an der Bundesregierung auch dafür zu sorgen, dass die Maskenpflicht im ICE und im IC auch fällt.